Die drastische Zunahme illegaler Migration von Belarus nach Litauen hat die EU-Kommission auf den Plan gerufen. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson appellierte an die Mitgliedstaaten, Litauen zu unterstützen. Nach Grenzübertritten sind im laufenden Jahr bereits über 3.100 Menschen in Litauen aufgegriffen worden. Viele von ihnen stammen aus dem Irak. In Grenzregionen haben zuletzt viele Litauerinnen und Litauer gegen Erstaufnahmeeinrichtungen protestiert. Viele andere Migrantinnen und Migranten versuchen über den Balkan nach Westeuropa zu gelangen und nutzen dabei Schlepperbanden. Heikel ist die Lage im Grenzgebiet zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien, weil dort noch viele Minenfelder aus Kriegszeiten existieren. Diese Gebiete werden nicht überwacht und deshalb oft für Grenzübertritte genutzt. Zuletzt kam bei der Explosion einer Mine ein Mensch ums Leben. Mehrere weitere wurden verletzt. Eine Welle der Solidarität erlebte Mustafa Hasan in Norwegen. Der 21-jährige Migrant sollte nach 15 Jahren Aufenthalt abgeschoben werden, weil seine Mutter bei der Antragstellung offenbar falsche Angaben über seine Herkunft gemacht hatte. Nach einem langen Weg durch die Instanzen entschied ein Bezirksgericht in Oslo, dass seine Abschiebung ausgesetzt wird. Seine Mutter und zwei Brüder mussten Norwegen verlassen.